Nach Einlegen des Rückwärtsgangs wird das Bild der Rückfahrkamera auf das Multifunktionsdisplay projiziert. Die dynamischen blauen Linien zeigen die Fahrtrichtung gemäß dem Lenkeinschlag an. Die statischen farbigen Linien zeigen den Abstand hinter dem Fahrzeug zu einem Hindernis an. Grün für ein ungefähr 150 cm entferntes Hindernis. Gelb für ein ungefähr 70 cm entferntes Hindernis. Und rot für ein ungefähr 30 cm entferntes Hindernis. Die Rückfahrkamera lässt den Fahrer auch bewegliche Objekte hinter dem Fahrzeug sehen. Die Kamera wird über das Multifunktionsdisplay nicht nur ein- bzw. ausgeschaltet, sondern auch eingestellt.